Alien, oh Alien. Alien Romulus ist der siebte, achte, ich habe aufgehört zu zählen, Film des Franchises Alien. Viele von euch haben höchstwahrscheinlich meine kleine kurze Zusammenfassung zu Alien 1 gesehen. Ich möchte heute einmal sehr tiefgründig über Alien Romulus sprechen, mit einer spoilerfreien, nicht komplett spoilerfreien Review. Wer also absolut keine Spoiler haben möchte, sollte vielleicht jetzt das Video speichern und später wieder. Hi, ich bin Nadja, das ist Nerdzika und willkommen auf diesem Kanal, wo ihr mit Videos zu Filmen und Serien verschieden großer Franchises versorgt werdet. Heute mal wieder eine Review, nämlich zu Alien Romulus. Ich habe eine Zusammenfassung zu Alien gemacht und habe Alien Romulus in München gesehen. Und das war tatsächlich so ungefähr meine Mut vor dem Film. Sie ist bereit. Ich bin nicht so bereit. Ich bin sehr schreckhaft von diesen überall Kameras. Es kann Ich hab Bock erschreckt zu werden. Let's go. Also ich habe Bock erschrocken zu werden. Erschrocken. Wir sind beide aus Block. So. Und dich an. Ich spiele die Ausländerkarte. Ohne Reverse-Karte. Ich habe Angst. Wir haben Bock. Wir haben Bock, aber ich habe Angst. Ja. Und wir haben die Kameras. Die zeigen, wenn wir uns erschrecken. Die zeigen uns, wenn wir uns erschrecken. Das heißt, richtig gutes Footage. Ich wurde von 20th Century Studios eingeladen, Alien Romulus vorab zu sehen, nämlich vergangenen Montag in München. Ich bin tatsächlich dafür nach München runtergetuckert aus Berlin und habe mir diesen Film in gemütlichem Kino in München reingezogen. Der Plot-Twist dabei, es gab Infrarotkameras. Und wenn man sich diesen tollen Insta-Reel-Beitrag von dem Kanal auf Instagram anschaut, sieht man mich direkt dreimal in diesem Video, wie ich mich erschrecke. Das werde ich definitiv auf TikTok und auf Instagram bringen, also vergesst nicht dort auf jeden Fall schon mal zu folgen, denn es gab sehr viele Schreckmomente für mich und ich war sehr oft auf diesem Footage. Und da hört man schon direkt, ich bin ein sehr schreckhafter Mensch, ne? Jemand knallt die Tür zu, jemand ist plötzlich im Türrahmen, ich erschrecke mich. Meine Katze streunert durch die Gegend, ich erschrecke mich. Bei Alien ist zum Glück das Ding, ich weiß, wie hart unrealistisch es ist und ich kann danach tatsächlich doch schlafen, auch wenn ich hier ein bisschen Probleme hatte, aber ich habe keine Albträume davon. Horrorfilme wie Paranormal Activity, vergiss es. Das Infrarot-Footage sieht tatsächlich so aus, ne? Ich sehe aus wie ein Charakter aus Paranormal Activity. Kommen wir aber zum Film. Wie gesagt, Warnung, es könnten Spoiler von mir kommen. Mein erster Eindruck von dem Film war ein klein wenig enttäuschend. Was heißt das? Ich habe alle Alien-Filme bis auf Alien vs. Predator gesehen. Und Alien vs. Predator gehört auch nicht offiziell zum Franchise dementsprechend. Das heißt, ich habe auch Prometheus, ich habe auch Covenant gesehen, die Prequels. Alien 1 bis 4. Das heißt, Romulus ist der siebte Film. Okay, guck mal, haben wir kurz Mathe nachgeholt. Mein Mathelehrer wäre stolz. Mein Lieblingsfilm ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob Alien 1 oder Alien 2, fast schon Alien 1? Wobei Alien 1 und Alien 2 sich nicht viel nehmen. Romulus spielt ja nach Alien 1. Dementsprechend, theoretisch muss man nur Alien 1 gesehen haben und wird mit Alien Romulus auf jeden Fall alles verstehen. Die Einordnung habe ich ja schon gemacht. Mit dem Hintergrund, nur Alien 1 gesehen zu haben und dann Alien Romulus zu schauen, würde er mich wahrscheinlich etwas weniger enttäuschen. Aber mit dem Vorwissen, alle Alien-Filme gesehen zu haben, hat er mich in dem Sinne etwas enttäuscht, weil er wenig originell war. Was ich damit meine ist, dass ich war ja bereits im Juni in München, wo der Regisseur Fede Alvarez vor Ort war und ein wenig etwas gezeigt hat, was nicht zusammenhängend war und uns ein wenig was auch darüber erzählt hat. Der Film ist ästhetisch mega. Er hat einen geilen Bildaufbau, hat aber diesen alten schönen Flair. Eben vom Setdesign, vom Sound her und des Weiteren. Also das ist absolut mega und es gibt diesen schönen alten Alien-Vibe, der eben, ich muss sagen, Alien 3 hat mir nicht gefallen, Alien 4 brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich fand Prometheus super interessant und den Ansatz echt cool, der in Covenant einfach komplett in den Dreck gezogen wurde. Und ich glaube, ich hätte... Soll ich ein separates Alien-Ranking machen? Fällt mir gerade auf. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Aber kommen wir mal zu Alien Romulus. Die Idee, der Ansatz, der Ursprung ist ja, wir nehmen jüngere Charaktere von einer Kolonie, die wollen ein richtiges Leben haben, die haben nicht viel Ahnung, beziehungsweise die scheißen auf die Company. Mega geiler Ansatz. Quasi eine andere POV haben. Woran der Film für mich
plottechnisch scheitert, ist so ein bisschen eben, es wiederholt vieles, es macht nichts neu. Obwohl halt eben die Idee dahinter oder der Aufbau dahinter sehr viel erlauben würde, in andere Richtungen zu gehen. Was besonders schwach für mich war, war das letzte Drittel. Am Ende bin ich gar nicht mehr hinterhergekommen mit all den, ja, mit all den Geschehnissen. Also da saß ich wirklich am Rande meines Sitzes und allgemein gesprochen, der Effekt, einen Horrorfilm zu machen, absolut genial. Das hat es definitiv getroffen, ja. Ich habe mich sau oft erschrocken, trotz dessen, dass ich den allgemeinen Vibe schon kannte. Und das ist auch das, was ich haben möchte. Ich möchte ins Kino gehen und es sagt, das ist ein Horrorfilm. Der Trailer bereitet mir schon genau diesen Vibe. Ich möchte erschrocken werden und ich möchte in dem Sinne wirklich einen hohen Puls haben. Das funktioniert bei mir ganz schnell und der Film hat es definitiv geschafft. Und ich hatte daran auch absolut meinen Spaß. Und ich habe auch einmal ganz laut Kurva durch den Raum gerufen. Ich glaube, gut, dass es nicht Disney war, sondern 20th Century Studios. Das Acting und die Charakterauswahl fand ich super. Es wiederholt einiges, klar. Aber das ist weniger das Problem. Auch das Alter ist nicht so das große Problem. Cool ist tatsächlich, Easter Eggs zu haben. Nicht nur zum ersten Teil, sondern auch zu den anderen Teilen, die existieren. Wie eben den Prequels. Und das erkennt man, wenn man alle Filme gesehen hat. Aber die Art und Weise, wie einige der Easter Eggs verpackt sind, ist halt ein bisschen low. Und das finde ich schade. Es gibt ein paar Referenzen, beziehungsweise ein paar, ja, wie sagt man so schön, Wiederholungen. Also es gibt einige Sachen, die aus den Filmen, die zeittechnisch davor spielen, übernommen wurden und irgendwie zu sehr aufgedrückt sind. Also einer Person, die nur Alien 1 geschaut hat oder noch nie Alien geschaut hat, wird es natürlich nicht auffallen und es zerstört nicht den Film, es zerstört nicht die Ästhetik, aber es hat sich dann nach dem zweiten, dritten, sagen wir mal, dritten, vierten Easter Egg oder der Übernahme von ursprünglichen Sachen für mich dann eher so angefühlt, hätte man ein bisschen anders nehmen können. Man hätte das auch anders dezenter verpacken können. So ist mein Eindruck. Am Ende fühlt es sich nämlich an wie eine Mischung aus allen vorherigen Teilen. Und nicht wie ein, oh, das ist ein komplett neuer Ansatz. Man hat nur gesagt, oh, das sind Kolonisten. Es gab ein paar neue Sachen tatsächlich, die waren cool, die waren super cool. Und die Dynamik generell ist mega. Er ist nicht zu lang. Der Film ist definitiv nicht zu lang. Dafür saß ich auch echt am Rande meines Sitzes wirklich. Teilweise habe ich dann auch meine Beine vor mir gehalten, war auch keine gute Idee. Irgendwann habe ich auch nichts mehr getrunken, weil ich Schiss hatte, dass ich mir die Glasflasche in die Zähne ramme. Zum Ende des Films. Was mich stört, ist halt eben, und jetzt kommt der Spoiler, der Raumanzug, den Rain nimmt, um sich vor dem Alien zu schützen. Was zu sehr an Prometheus Covenant erinnert hat, widerlich. War halt eben zu obvious. Also auch einige Punkte, wo man sich so sagt, warum entscheiden die sich jetzt so? Es ist dumm. Also diese Zögerei am Ende, diesen letzten Hebel zu betätigen, es hat keinen Sinn ergeben. Denn egal, ob sie den sofort umgedrückt hätte oder sie hätte gewartet, also es hat keinen Unterschied gemacht. Sie war quasi sicher, no matter what. Sie hätte gar nicht warten müssen. Sie war schon in Sicherheit, beziehungsweise ihre Idee, die sie umsetzen wollte, wo man sich schon denkt, oh, over the top, aber egal. Sie hätte den Hebel einfach rumziehen können und sie hätte genauso überlebt, wie das, was am Ende passiert ist. Es wurde ein bisschen unnötig in die Länge gezogen. Klar, es gab nochmal einen geilen Schreckmoment, da habe ich mich ein bisschen eingesuhlt gefühlt. Also habe ich nicht, aber fast. Musste jetzt nicht unbedingt sein. Es sind viele Sachen halt passiert, die man aus den Filmen, die früher entstanden sind, schon kannte. Und was mich tatsächlich nervt, was mich enttäuscht, ist das Ende. Nicht, dass mal wieder ein Alien nicht überlebt hat und ein Mensch überlebt ist. Warum schon wieder eine Frau? Ich bin eine Frau. Feminismus all the way, aber wir hatten schon die Protagonistin Sigourney Weaver und wir hatten in den Prequels auch eine Protagonistin, die überlebt hat. Wir hatten Prometheus und es überlebt eine Frau. So, und ich denke mir dann, warum? Ich meine, es macht es natürlich trotzdem spannend, auch wenn ein Kerl überlebt. Oder es muss ja nicht mal eine Person sein. Lass meinetwegen wie bei Hunger Games ein Paar überleben. Ne? Ich vergesse, wie der Schauspieler heißt, aber wir haben ja Love Interests. Dann meinetwegen lass ein Paar überleben. Aber nicht der Android hat auch überlebt, in Anführungszeichen. Aber wir wissen ja eh, die Androiden können gefühlt immer wiederkommen.
haben wir auch an dem Teil gesehen. Lasst doch zwei Menschen überleben und zeigt, was dann passiert. Oder wie sie zurückkehren, weil sie landen dann immer im All. Und natürlich erlaubt es dann wieder, dass man weiterspinnen kann, dass man sagen kann, okay, die waren jetzt 2 Jahre im Kryoschlaf, 150 Jahre im Kryoschlaf. Ich gehe jetzt over the top. Aber brauchen wir das? Nein, also macht mal ein bisschen was anderes. Das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt genug Shit-Talk. Unterm Strich würde ich schon in die Richtung 7,5 von 10 Sternen gehen. Denn allgemein, was der Film machen möchte, er möchte Horrorelemente bringen, das hat er gemacht. Fede Alvarez hat auch seine Signatures drin, auf jeden Fall. Bilddesign, Setdesign, Sound, mega gut. Auch die Effekte, also die Sachen, die eben so schön sind als Alien-Fan wie der Xenomorph, der Chestburster. Die Facehugger, mega cool und mega coole Spielereien mit Schwerelosigkeit. Die junge Truppe war auch mega cool und eben die Sicht aus den Kolonisten. Man hätte nur noch ein klein wenig mehr Originalität reinbringen können oder quasi noch mehr frischen Wind in dieses Franchise, was höchstwahrscheinlich eh weitergeführt wird, weil es hat ja jetzt schon ein Fresh-Zertifikat auf Rotten Tomatoes, was es definitiv verdient. Nur Storytelling-technisch ist es halt erneut durchgekaut. Und das habe ich auch schon aus verschiedenen Richtungen gehört, die vor allen Dingen das Alien-Franchise lieben. Aber er wird definitiv neue Leute begeistern und das ist eben auch das. Also schaut euch den Film definitiv an, denn es ist ein guter Horror-Science-Fiction-Film, definitiv. Er wird halt eben nur nichts Neues bringen. Also Storytelling-technisch bringt er uns nicht weiter. Es ist ja auch so schön gesagt ein Interquel, also es ist kein Prequel und es ist kein Sequel, es ist ein Interquill, aber nicht Peter Quill, sondern so ein Zwischending. Es ist halt ein Plotfiller und da passiert ja auch noch genug bis Alien 2, was sie danach auch noch weiterspinnen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden Rain, den Charakter Rain, wiedersehen. Und nicht nur Rain, auch ein paar Aliens und sonst was. Aber ja, also einige werden wahrscheinlich mit einem leicht dumpfen Gefühl aus dem Kinosaal gehen und sagen, so ein klein bisschen mehr hätte ich schon erwartet. Aber der Grundgedanke stimmt auf jeden Fall und ich werde mir den Film nochmal auf Englisch angucken, denn ich habe ihn in der deutschen Synchro gesehen, die auch sehr stark ist, aber ich glaube, in OV wird er nochmal ein bisschen mehr Effekt haben. Also mein Letterboxd-Rating wäre wahrscheinlich so um die 3,5 von 5 und auf einer Skala von 0 bis 10 so 7,5. Er hat mir Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie oft ich mich erschrecke, wenn ich ein zweites Mal hingehe. Und ich will unbedingt diesen tollen Popcornbecher mit einem Facehugger haben. Falls ihr den Film schon gesehen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten schaut gerne auf Insta vorbei, da habe ich ein paar Eindrücke vom Alien-Screening hinterlassen und nehme euch in Zukunft auch weiterhin mit auf Premieren und Filmscreenings wie diese. Schaut euch derweil auch noch bis zum nächsten Video gerne die anderen Kanäle von mir an. Falls ihr euch ein Alien-Ranking wünscht, immer her mit den Kommentaren ebenso. Versuche ich zu verwirklichen, denn ich glaube, da gibt es genug, was man darüber sagen kann. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Video.